Update aus Miami. Wir sind jetzt im wunderschönen warmen Miami angekommen. Wie man sieht, die Sonne scheint. Es ist sehr, sehr, sehr schönes Wetter. Und für uns geht es heute ganz entspannt los. Wir werden jetzt gleich erstmal einkaufen gehen. Wir sind gestern Abend relativ spät angekommen. Ehrlicherweise muss ich sagen, auch obwohl wir in New York deutlich weniger Platz hatten. Wir hatten ja irgendwie ein, lass mich nicht lügen, 18 Quadratmeter Zimmer für 3 Personen mit 5 oder 6 Koffern. Das war natürlich sehr heavy. Aber hier, es war so laut die ganze Nacht, das Bett war jetzt auch nicht optimal für 2 Personen ausgelegt. Und es hat nach sämtlichen Dingen gerochen. Aber heute Morgen bin ich dann auch erstmal mit einem Schock wach geworden, weil ich der festen Überzeugung war, heute ist hier nämlich ein Feiertag. Und ich war der festen Überzeugung, heute findet dann auch kein Agenturtermin statt. Und dann hatte mir meine Mutter Agentur aber geschrieben und meinte, ja, du hast heute um 10 Uhr den Termin bei Elite. Und ich, gerade wach geworden, ich hätte 20 Minuten Zeit gehabt, mich fertig zu machen, mit einem Schock aufgestanden und habe dann auch direkt geschrieben und nochmal erinnert, dass heute ein Feiertag hier ist und ob der Termin trotzdem stattfindet. Und dann meinte Kevin, nee, heute ist ein Feiertag, der Termin ist morgen. Also heute kann ich wirklich alles richtig entspannt angehen. Da freue ich mich drauf. Wir werden wahrscheinlich auch kurz zum Strand gehen, jetzt gleich wirklich erstmal einkaufen. Farina ist leider krank. Ich hoffe, dass sie sich schnell wieder erholt. Das ist natürlich ärgerlich, aber zumindest ist es jetzt hier warm. Was ich ehrlicherweise dazu sagen muss, ich kann mir Stand jetzt nicht vorstellen, hier zu wohnen. Ich bin gespannt, ob sich das in den nächsten Tagen ändert. New York ist wirklich die einzige Stadt in den USA, wo ich sage, da kann ich es mir vorstellen. Aber vielleicht ändert sich es ja und vielleicht fühle ich zeitnah den Miami-Vibe. Gut, let's test. So fancy. Fancy in Miami. Natürlich erstmal einen fancy Drink geholt. Eis, Vanilla, Matcha Latte. Was haben die Damen hier anzubieten? Iron Man Juice. Carrot Ginger. Auch sehr fancy. Das yeah, ist, that's the Miami style. Der schmeckt aber auch, weißt du, da willst du dir was Gesundes holen und es schmeckt wie ein Zuckermilchshake mit einer grünen Farbe. Matcha schmeckt man gar nicht raus. Ja, das ist schön. Das, ja. Genau das, was schön. Genau das, was ich wollte. Farina und Annabelle gehen jetzt kurz in die Apotheke. Ich warte jetzt hier vor. Was mir hier wirklich aufgefallen ist und ich finde das enorm störend, das Essen hier ist grundsätzlich sehr ungesund. Wir haben wirklich das Maximale rausgeholt. Wir haben auch sehr viel Geld für Essen, sowohl in New York gelassen, als auch jetzt, wenn ich hier den ersten Tag in Miami schon mal so ein bisschen Revue passieren lasse, weil wir waren gestern Abend noch einkaufen. Hier wird einiges an Geld bleiben, auch für Lebensmittel. Also ich habe mir gestern vielleicht 5 Teile in einem ganz normalen Supermarkt gekauft und ich war bei knapp $30. Hier sich gesund on a budget zu ernähren, ist meiner Meinung nach sogar fast unmöglich. Aber gut, wir sind hier natürlich jetzt nicht forever. Wir lassen den ersten Tag entspannt ausklingen, entdecken die Stadt, gehen einkaufen und schauen, wie uns Miami grundsätzlich gefällt. Ja, Miami hat auf jeden Fall einiges zu bieten. Das Wetter ist auch top, aber trotzdem geht es jetzt für mich ins Bett, denn morgen stehen die Agenturtermine an und ich möchte natürlich frisch ausschauen und ausgeschlafen sein. Guten Morgen, Miami. Nein, die Nacht war nicht deutlich besser vom Schlafpensum her als die Nacht davor. Aber dennoch geht es für mich jetzt zum Sport. Denn wie sagt man so schön, Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und ich möchte einfach für mich Miami auf mich wirken lassen. Und ein Workout am Strand ist hier meiner Meinung nach perfekt, um wach zu werden. Welchen Tag haben wir heute? Heute ist Dienstag, der 17. Januar. Was ich sag. Und heute stehen wieder 2 Agenturtermine an. Und zwar einmal bei Elite Miami und einmal bei Next Miami. Ich muss ehrlicherweise sagen, natürlich werde ich aufgeregt sein, selbstverständlich, wenn ich dann davor stehe. Aber beim letzten Mal war ich ja schon am Abend vorher nervös. Und jetzt hält sich's wirklich in Grenzen. Ich glaube auch, das war ganz gut für mal wieder die Comfortzone, dass ich einfach so zu den Agenturen gegangen bin, ohne Termin in New York. Weil da muss man natürlich schon mutig für sein. Farina hatte erzählt, sie hat mit einem Model geshootet am Vortag und hat ihr erzählt, dass Annabelle und ich einfach so in Agenturen reinspazieren und uns vorstellen werden. Und das Model meinte, oh, mutig.
würde ich so nicht machen. Aber gut, wir haben es überlebt. Ich meine, wir haben am Ende ja eh kaum welche angetroffen, muss man fairerweise sagen. So also, wegen dem Bankholiday, ne? Ja. Heute Morgen habe ich auch schon fleißig Sport gemacht. Ganz fleißig am Strand. Es war so schön. Und gestern bin ich ja auch relativ lange spazieren gegangen. Das heißt, New York rückt so ein bisschen in den Hintergrund, minimal. Miami ist immer noch nicht mein Favorite, aber es rückt ein bisschen in den Hintergrund. Und Miami rückt vor. Also es war echt so schön. Eine Freundin von mir wird von Next Models vertreten und sie war dort auch zum Vorsprechen. Unterschied, sie hatte schon das Visum bzw. die Green Card. Und das ist natürlich immer ein Vorteil an sich. Aber ja, mal sehen, was sie sagen. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Agentur, bin im Uber und musste mich zuletzt noch super doll abhetzen. Eigentlich wollte ich auch das Outfit einmal zeigen, was ich anhabe, weil ich das in New York natürlich auch nicht vernünftig geschafft habe. Aber es war dann noch so stressig. Ich habe meine Zeit etwas verplant, verkalkuliert und bin jetzt aber im Uber. Ich werde auch trotzdem, let me check, ich werde trotzdem 10 Minuten früher da sein als geplant. Also das ist ehrlicherweise perfekto. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Der erste Termin ist jetzt bei Elite und danach bei Next. Und mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Alle Karten stehen noch offen. Hier bin ich, glaube ich, auch so viel entspannter, weil ich eigentlich viel, viel lieber in New York hätte wohnen wollen. Und Stand jetzt, es kippt gerade so ein bisschen, also Miami wird eher zu einem Favorite. Ich werde wahrscheinlich die Kamera eher nicht mit reinnehmen können und werde dann danach aber direkt einmal berichten, wie es war. Ich bin jetzt wieder im Uber. Der Termin ist durch. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin etwas genervt, weil es war schon wieder genau das gleiche wie bei der einen Agentur in New York. Nee, wir nehmen keine Petit-Models oder dann hat er erzählt, das kleinste Model, was sie jemals hatten, war 5'6", das ist ungefähr 1,68 und die hat super gearbeitet, aber die war auch local und wir mussten das Visum nicht beantragen und das ist ein riesiges Risiko. Ich verstehe das und ich finde es super, wenn man so ehrlich zu mir ist, wirklich. Also das muss ich sagen, ich hätte gedacht, die Agenturen sind hier auch etwas mehr fake, aber sie sind super ehrlich. Aber ich frage mich dann immer, wofür lädt man mich ein? Also wofür verschwendest du auch deine eigene Zeit? Ich meine, Agenturen haben ja super viel zu tun, haben mega viele Termine und sind super busy und dann ist das ja trotzdem irgendwo verschwendete Zeit, wenn man sich dann hinsetzt. Und er meinte auch, also wirklich ein so, so, so lieber Mensch und meinte auch, hey, du hast ein richtig starkes Buch, du hast eine ganz tolle Persönlichkeit, du trittst super professionell auf. Ich finde es irgendwie schade. Ich finde es etwas enttäuschend und schade, weil ich mir denke, es gibt so viel Arbeit für Models, die klein sind und die Pity-Mode machen können, Beauty machen können und auch im kommerziellen Bereich viel machen können. Und ich finde es dann schade, wenn man eine Person trotzdem hinbestellt, also dann lieber direkt von Anfang an absagen. Hier draußen finden irgendwelche Bauarbeiten statt. Ich hoffe, man hört es nicht ganz so doll. Ich bin jetzt wieder zu Hause vom zweiten Termin zurück. Ach, gemischte Gefühle. Also ich habe auf jeden Fall nicht zu 100% performt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch dezent enttäuscht von mir selbst. Ich kann nicht mal sagen, woran es lag, aber ich hätte viel, viel mehr erzählen können und ich hätte auch viel, viel mehr beeindrucken können mit meiner Persönlichkeit. Aber ja, habe ich halt eben nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass sie mir nicht zusagen werden. Also Elite hat ja schon direkt gesagt, ohne Visum, wenn du das nicht hast, ist uns das zu riskant mit deiner Größe, das Visum zu beantragen, was fair ist. Alles gut, macht ja auch für mich keinen Sinn, ist ja auch nicht das, was ich möchte. Bei Next hatte ich den Eindruck, direkt als ich reingekommen bin, dass sie halt so gar nicht amused waren, also sich auch nicht wirklich für mich interessiert haben. Sie haben dann 2-3 Fragen gestellt, ganz kurz durch mein Portfolio geswiped, 2-3 Fotos gemacht und gefragt, ob ich hier eben based bin, ob ich das Visum habe oder wie ich mir vorstelle, dass es eben beantragt wird. Sie haben gefragt, wie hoch mein Social Media Following ist. Und zwar direkt, nachdem ich meine Größe genannt habe. Ja, irgendwie ehrlicherweise nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das waren auch die einzigen 2 Termine, die ich jetzt hier in Miami drin hatte. Also es sind bisher noch keine weiteren drin. Demnach ist meine Stimmung gerade so ein bisschen enttäuscht und auch ein bisschen traurig. Ich weiß, dass ich mich wieder aufrappeln werde.
Aber ich hätte mich so sehr gefreut, hätte eine Agentur wirklich direkt gesagt, weil ich weiß, dass wenn sie einen richtig toll finden, dass sie einem auch direkt einen Vertrag anbieten und sagen, hey, wir haben da Lust drauf, wir glauben an dich. Hier war das Feedback eher gediegen und eine Agentur hat mir sogar geraten, dass ich lieber im Europamarkt bleiben soll, weil sie sehen die Chancen für mich im Europamarkt deutlich höher und meinten dann, du hast ja auch schon bewiesen, dass du da gut arbeitest und dann würde ich an deiner Stelle nicht die ganzen Kunden in Europa zurücklassen und dann in die USA kommen. Das ist nicht das, was ich mir erhofft habe und das ist auch nicht den Support, den ich mir gewünscht hätte von einer Agentur hier. Ich nehme jetzt meine 5 Minuten, um zu schmollen und enttäuscht zu sein. Und dann geht's aber auch weiter. Bringt halt null was, eine Agentur hier zu haben, die nicht an mich glaubt. Weil dann brauche ich nicht den Europamarkt hinter mir zu lassen. Die haben halt auch gefragt, ob ich das Visum schon habe. Ich glaube, das ist denen schon wichtig, weil das ist ein Prozess, das Ganze zu beantragen. Und ich glaube, das beantragen die nur für Models, wo die wissen, die kommen hier hin und die werden hundertprozentig gut arbeiten. Und vielleicht sehen die das in mir nicht so. Vielleicht sagen die, na, du bist zwar gut, aber ob du jetzt wirklich so viel arbeitest, dass sich das für uns rentiert, wissen wir nicht. Okay, so habe ich mir den Tag, um ehrlich zu sein, nicht vorgestellt. Mir gehen 1000 Gedanken durch den Kopf. Werde ich jetzt in Miami überhaupt noch Agenturen besuchen? Denn bisher haben keine weiteren Agenturen Interesse gezeigt. Wird es denn dann mit New York klappen? Ich gehe etwas enttäuscht ins Bett und hoffe, dass meine Laune morgen deutlich besser ist. Neuer Tag, neues Glück. Wie geht's uns heute? Wie geht uns heute? Party on! Wir machen uns jetzt gerade fertig. Gleich geht's zum Strand. Wir wollen etwas shooten. Leider sind wir auch etwas spät dran. Wir haben es jetzt 10:28 Uhr und das Licht wird halt immer knalliger. Aber wir machen das, ne? Wir machen das. Wir machen das. Also ich habe gerade die Nachricht bekommen, Next hat abgesagt. Oh nein. Aber das war mir ja schon vorher klar. Also das ist jetzt keine Überraschung für mich. Aber ich habe jetzt Kevin hat mir einen Screenshot geschickt von State in New York. Die schreiben, Hi Kevin, we would love to schedule a meeting schedule. Du schedule im Zoom-Meeting with Miriam, what does her availability look like on Thursday or Friday this week? Wir sind jetzt on Tour, Shooting Time with the Girls. Wir laufen jetzt zum Strand, aber wir suchen schon mal auf dem Weg nach passenden Locations, falls uns etwas auffällt oder wir etwas Schönes sehen. Wenn wir einmal stoppen und shooten. Ja, das sieht schön aus. Die Wand ist toll. Location is done. Woo! Das war unsere Location. Traumhaft schön, hier mit dem Palmer. Und weiter geht's in den Text. Weiter geht's im Text. Ich hatte fast Annabelle 20 € durch den Wind verloren. Hatte kurz Panik. Dollar. Dollar. Tut mir leid. Dann hätte ich natürlich der Annabelle 20 € Dollar Euro geschuldet. Dollar-Euro. Das ist unsere Währung. Bisher hat es ja mit den Agenturen hier nicht geklappt. Ich habe auch noch mit Kevin gesprochen. Er meinte, er hat den Agenturen auch nochmal geschrieben und sie meinten aber, dass die Größe für sie nicht passt. Und Next hat ja abgesagt, das hatte ich erzählt. Das heißt, diesmal war es nicht erfolgreich in Miami. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, nach dem Tag gestern, nachdem ich mich dann einmal ausgeheult habe ich mich nicht. Nachdem ich dann ein bisschen geschmollt habe und etwas traurig war, habe ich mich dann natürlich auch wieder gefangen. Weil am Ende des Tages weiß ich natürlich, was sein soll, soll sein und was nicht eben nicht. Und einmal Nein ist nicht immer Nein. Also es kann auch sein, dass ich in einem Jahr, in zwei wiederkomme und die ganze Welt anders aussieht. Von daher, ja, ich hätte es super cool gefunden. Es steht jetzt aber ja auch noch ein Termin in New York offen. Also das heißt, ich habe noch einen Zoom-Call mit State Model Management. Und mal gucken, was die sagen. Ich bin da natürlich nicht persönlich vor Ort. Ich finde, persönlich kann man immer noch mal ein bisschen mehr überzeugen. Aber mal sehen. Ich akzeptiere einfach, und das ist wirklich was, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit und im Laufe meiner Modelkarriere. Ich akzeptiere die Dinge auch einfach, wie sie kommen. Ich habe auch Learnings rausgezogen. Die Learnings werde ich auch definitiv. Jetzt fliegt hier natürlich ein Hubschrauber.
Die Learnings werde ich definitiv mit den Models bei uns in der Model-Elite teilen, für alle, die gerne in die USA wollen, weil ich hätte auch ganz viel anders machen können und hätte noch mehr überzeugen können, noch mehr Argumente finden können, warum man unbedingt mit mir arbeiten muss. Aber vor allem in Miami ist es mir dann schwer gefallen, weil ich nicht wirklich geplant habe, hier wirklich hinzuziehen. Also wäre das mein Goal, hier mal gelebt zu haben, und wäre das so das, was ich unbedingt mal machen wollte, so wie zum Beispiel London oder Kapstadt, dann hätte ich mich auch noch anders verkaufen können. Aber ja, mehr Learnings teile ich dann mit den Models bei uns in der Model-Ausbildung. Die letzten Tage in Miami sind gezählt. Wir nutzen die Zeit, um noch zu shooten, eine gute Zeit zusammen zu haben, essen zu gehen und wirklich diesen Aufenthalt noch zu genießen. Ehrlicherweise gefällt mir Miami immer besser und ich kann mir auch immer mehr vorstellen, hier für eine Zeit zu sein. Bisher kamen keine weiteren Agenturtermine rein und auch keine Agenturzusage. Das heißt, ich fliege höchstwahrscheinlich, ohne weitere Agenturen in Miami besucht zu haben und auch ohne eine Agenturzusage, zurück nach Deutschland. Wassershooting done! Es ist so schön hier, wow! Okay, ich glaube, der heutige Tag führt dazu, dass ich mich in Miami verliebe. Es ist so traumhaft schön. Das Ding ist, als ich das erste Mal in Miami war, da war das Wasser auch nicht so klar. Jetzt ist das Wasser wirklich wie Karibikwasser. Es ist ein absoluter Traum. Ich war ja jetzt gerade auch drin, wie man sieht, ich bin dezent nass und ich war gerade im Wasser und es war so unfassbar schön. Natürlich kalt. Ich dachte zuerst, hui, holla die Waldfee, ist das kalt. Aber wenn man dann jetzt wieder in der Sonne sitzt, ist es wirklich einfach ein Traum. Miami sammelt Punkte. Ich kann noch nicht endgültig sagen, die Resonanz werde ich erst ganz am Ende vom Urlaub ziehen. Ich kann jetzt noch nicht endgültig sagen, ob es Team Miami ist oder Team New York. Während Annabelle in der Dusche singt und sich noch von ihrem Bahamas-Trip erholt, werden Farina und ich jetzt schon mal packen. So ist die Situation hier. Wir müssen hier mal etwas Reality reinbringen. So sieht die Situation hier aus. Mein Koffer ist übrigens das hier. Bin ich da stolz drauf? Nein, bin ich nicht. Ist es trotzdem so? Ja, ist es. Ich meine, wir waren jetzt zu dritt in einem wirklich kleinen Zimmer. Oh, das sieht echt schlimm aus. Unser Bett steht gerade wirklich viel rum. Ja, also es war hier relativ chaotisch, möchte ich ganz offen und ehrlich so sagen. Aber wir werden jetzt packen, dann wird hier wieder Ordnung einkehren und morgen fliegen wir dann auch schon. Wir werden dann noch tagsüber wahrscheinlich im Soho-Haus sein, noch eine Podcast-Folge aufnehmen und dann geht es auch schon wieder zurück. Und ich werde mich jetzt hier an meinen wunderbaren, nicht aufgeräumten Koffer machen, alles packen und dann gehen wir auch schlafen. Übrigens, die Mücken haben mich absolut gepiesackt. Ich weiß gar nicht, ob man das gut erkennen kann, aber an meinem Rücken hier, kann man das sehen? Ich weiß es nicht. Aber die Mückenstiche schwellen bei mir immer an, wenn es exotische Mücken sind, die nicht aus Deutschland sind, die Mücken, sondern eher... Also Karibik ist bei mir ganz, ganz, ganz schwierig. Ich erinnere mich noch an die Domrep. Ganz schlimm in Bezug auf die Mückenstiche. Die sind so extrem angeschwollen. Und hier ist es jetzt auch nicht viel besser. Und das Gute ist, ich habe natürlich direkt am 27. einen Job. Schön, mit einigen Mückenstichen. Aber ich hoffe, bis dahin sind sie wieder weg. Und ich werde jetzt packen. Es geht jetzt zurück nach Deutschland. Es gab natürlich noch Komplikationen, weil natürlich der Berliner Flughafen genau an dem Tag, wo ich fliege, gesperrt sein muss. Auf jeden Fall fliege ich jetzt erstmal nach Frankfurt und von Frankfurt fahre ich dann direkt nach Nürnberg, denn ich habe dort einen Job. Das heißt, es hätte keinen Sinn mehr gemacht, wäre ich erst wieder nach Berlin gefahren mit der Bahn. Und deshalb hat sich meine Reiseroute geändert. Einmal Miami, Lissabon, Lissabon, Frankfurt und... Ich freue mich auch schon wieder auf Deutschland, aber wir werden Miami sehr vermissen. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen, aber wer weiß, vielleicht ist man ja schneller wieder da als gedacht. Bye bye Miami und danke für eine fantastische Zeit. Du hast mich überzeugt. Ich habe mich gegen Ende doch noch in Miami verliebt und es ist wirklich eine tolle Stadt. Dennoch geht es für mich jetzt zurück nach Deutschland und zwar ohne eine Agenturzusage. Weder in New York noch in Miami hat mir bisher eine Agentur eine Bestätigung geschickt. Wie geht es mir jetzt damit? Nachdem ich einen Tag geschmollt habe, habe ich mich aber auch relativ schnell wieder gefangen und einfach für mich wieder verstanden, dass alles schon seine Richtigkeit hat.
Möglichkeit hat. Deshalb akzeptiere ich, dass es jetzt diesmal nicht geklappt hat, aber das heißt nicht, dass sich die Türen für immer schließen. Und das passiert in der nächsten Folge. Zurück in Deutschland setzt der klassische Modelalltag wieder ein und ich reise von Stadt zu Stadt und von Job zu Job. Plötzlich erhalte ich eine Nachricht, die mich einfach nur aus den Socken haut. Ob ich letzten Endes doch noch eine Modelagentur-Zusage bekomme oder die Nachricht einfach mein endgültiges Nein für den Aufenthalt bedeutet, das und weitere Insider erfährst du in der nächsten Folge.